Boris Becker ist noch da. Liebe Zuschauer, falls Sie sich jetzt wundern, Boris Becker hat uns das Du angeboten. Nicht, dass Sie denken, wir wären unhöflich. Das ist richtig. Boris, schön, dass du da bist. Es wäre vertane Zeit, wenn ich folgende Frage vor unserem kleinen Spiel, was wir gleich machen, nicht stellen würde. Du bist ein absoluter Ausnahmeathlet gewesen. Tatsächlich eine lebende Tennis-Legende. Sprich weiter. Das mache ich sehr gerne. Ja. Es geht jetzt natürlich um die Emotionen. Du selber weißt, was es mit Emotionen auf sich hat. Gerade als Sportler macht man viel impulsartig. Ja. Jetzt wäre es eine vertane Chance, nicht eben nachzuhaken. Mesut Özil hat die Nationalmannschaft verlassen. Ja. Und hat die, das darf man so sagen, hat die Nationalmannschaft mit einem absoluten Knall verlassen. Mhm. So ein drei Kapitel hat er dann veröffentlicht. Und ganz am Ende war letztendlich der Vorwurf an sein Umfeld, an die Öffentlichkeit, es wurde Rassismus vorgeworfen. Wie würdest du diesen Abgang bewerten von Mesut Özil? Ich bin natürlich leidenschaftlicher Fußballfan und habe auch die Nationalmannschaft unterstützt und war natürlich ein bisschen beschämt in England, dass eben gerade die Engländer weiter waren als wir und kenne den Mesut. Aber ich muss sagen, da haben sich beide Seiten nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich finde den Abgang schade, ich finde aber auch die Behandlung, die er genossen hat in den letzten Wochen, war auch nicht in Ordnung. Also ich meine, die sollen einmal wieder an den Tisch ohne Öffentlichkeit und sagen, Leute, wir sind ja Weltmeister geworden vor 2 Jahren. Das war nicht optimal. Lass uns das gut beenden und nicht mit so einem faden Beigeschmack. Jetzt muss ich natürlich sofort nachhaken. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch gut kennt. Jetzt seid ihr aber beide in London. Ja. Ihr spielt bei Arsenal, du wohnst selber in London. Ja. Ist das so einer, der jetzt abgeschlossen hat damit oder kommt Mesut dann doch mal wieder? Also ich hoffe, dass er einen besseren Abgang bekommt. Also ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkehrt. Aber ich hoffe, dass man, ja, er hat ja nun auch viel für Deutschland geleistet. Er war jahrelang ein wichtiger Spieler für Jogi Löw und er hat einen besseren Abgang verdient. Er sagt ja tatsächlich, immer wenn ich gewonnen habe, war ich der gute deutsche Nationalspieler. Immer wenn ich nicht gewonnen habe, war ich der Migrant und es lief dann halt nicht gut. Also ganz so einfach ist es auch nicht, nein. Ja. Also man sucht sich auch dann immer die Aussagen, die einem so passen. Also wie gesagt, also Mesut und der Deutsche Fußballbund haben sich da nicht optimal verhalten. Vielen Dank. Ja, als Älterer darf ich das sagen. Absolut. Wir spielen jetzt ein Spiel, liebe Zuschauer. Das heißt Hau raus! Lieber Boris, ich werde dir jetzt einen Joker überreichen. Diesen Joker darfst du einmal benutzen, wenn du eine Frage auslassen möchtest. Okay. Das Spiel geht ganz einfach. Wir haben eine Uhr hinter uns, die dauert gleich 2 Minuten. Das ist ein Countdown runter. Okay. In dieser Zeit werde ich dir Fragen stellen. Ich beginne einen Satz und ich bitte dich, diesen Satz zu vervollständigen. Ach, okay. Am besten so schnell wie möglich. Okay. Ja, auf geht's. Zeit läuft ab jetzt. Ich vertraue. Meine Kinder. Ich habe zuletzt geweint als... Wenn ich einen emotionalen Film im Fernsehen sehe, kullern bei mir schon mal die Tränen. Was war das denn so als letztes? Ich habe die Biografie von Tupac gesehen. Ich bin ein großer Hip-Hop-Fan. Das sieht man mir so nicht an, aber es ist so. Und er ist ja nun erschossen worden. Und das fand ich sehr emotional, wie sie sein Leben verfilmt haben. Nächste Frage. Die Zeit mit Amadeus verbringe ich meistens mit? Erstmal viel zu wenig Zeit für ihn oder die anderen Kinder. Gerade hatte ich 10 schöne Tage mit ihm und es hat großen Spaß gemacht. Was habt ihr da so gemacht? Fahrradfahren? Nein, er ist Zweitname Fisch. Also er fühlt sich im Wasser unglaublich wohl. Das Wetter war heiß in London. Aber wir waren Pferd ausreiten. Nächste und, Frage. Sorry. Der schönste Moment in meinem Leben? Als ich Vater wurde. Also das erste Mal hat man natürlich besonders in Erinnerung. Mhm. Ich bereue. Vieles. Ich habe diverse Doppelfehler in meinem Leben gemacht. Einige sind bekannt, andere sind unbekannt. Oh, über die würde ich auch gerne noch mal quatschen. Beim nächsten Mal. Okay, nächstes Mal. Lilly und ich sind stolze Eltern eines Sohnes namens Amadeus und werden das auch weiterhin so sein. Ich vermisse an Deutschland. Ich bin zu wenig hier. Ich sage mal das gutbürgerliche Essen meiner Mutter Elvira in Leimen. Was wäre es denn gewesen, das Lieblingsgericht? Nein, die macht immer das, was ich ja nicht so essen soll. Also sie macht immer so ein bisschen Fettiger und ein bisschen Fleisch und ein bisschen Knödel und so. Und das esse ich gerne, ist aber nicht so gut für meine Hüfte. Und du hast nicht mal deinen Joker gebraucht. Souverän überstanden. Okay. Boris, vielen Dank. Bin ich froh. Gut.